Hallo und ja, willkommen zurück. Haben wir noch ein schwangeres Tier? Nö. Ich bin jetzt überlegen, ob ich noch ein zweites Gehege baue. Damit das ein bisschen zügiger geht. Nur ist die Sache, wohin? Quatsch mal hier hin. Dann machen wir das einfach. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Zack. Zack. Geflügelpest, ja. Sehr schön. Hier Müll vorhanden. Ja, hier vorne. Jetzt ist aber die Sache. Was stimmt mit den Leuten nicht? Brauche ich noch irgendwas? Nee, Arterhaltung brauche ich nicht. Eins ist so vielleicht hier. Dass man sagt, hier komm, wir machen das. Könnte man hier nicht irgendwie noch einen Bypass legen? Na, ja, die stehen sich hier alle wieder auf die Füße, ne? Das ist nicht geil. So. Okay, die haben jetzt nichts kaputt gemacht. Wie sehen jetzt die Ziele aus? Ja, ich bin hier mal wieder massiv drüber, ne? Aber es hält sich langsam in Grenzen. Gut, dann würde ich jetzt sagen, ziehen wir jetzt hier einfach mal noch ein... Wie Quadratkilometer brauchst du denn? 500, so viel brauchst du gar nicht, das ist schön. Ja, maximal was geht. Hier, 5. Wart. So. Wollte das eigentlich auf günstig und schnell machen, aber irgendwie zieht sich das. Sehr geil. So, einmal rum. Gehen wir gleich mal auf. 5 Meter. So. Hier. Dahin. Ja. Mal das. Bräuchte ich noch irgendwo eine Tür. Wo setzen wir jetzt eine Tür? Ein Mitarbeiterweg auf Breite. 2 Meter Breite? Ich wollte schon sagen, 2 Meter Breite. Das ist aber jetzt nicht so. ISA 2. Isabel 2. Dann ist der V auch schon gut bedient. Sonst noch was? Ja, die haben kein... Wie viele Futterdinger haben die denn? 2. Bald noch einen dritten irgendwo hin. Ja, zum Beispiel da. Das. Oh, was ist denn hier kaputt?
Zufriedenheit steigt. Jetzt müssen wir noch Bildung hochbekommen. Aber ein Isabelbär mag es ja eisig, ne? Minus irgendwas, ja. Gehege. Klimatisiert. So, sagen wir minus 5. Das ist wirklich sehr, sehr einfach. Dahin. Ich hoffe, das klappt, so wie ich mir das vorstelle. So. Haben wir noch zwei Isabelbeeren? Okay. Ja, die Krankheit will ich auf jeden Fall noch haben. So, nee. Tierhandel. Ich hab doch. Art. Sind im Handelszentrum. Ich bräuchte ein Männchen. Zurück. Isabelbär. Nehmen wir gleich dich. So. Arbeitsbereich 1. Ich möchte das jetzt hier endlich mal fertig haben, ne? Was war denn hier im Pausenraum? Setzen wir jetzt hier noch eine Tierpflegerhütte hin. Mitarbeiter, wie kriege ich hier die noch angeschlossen? Nee. Nö. Nö. Müsste ich aber noch irgendwo eine Tierpflegerhütte hin basteln. Negativen Einfluss. Arbeitsbereich. Oh. Zack. Da kommen sie. Hier ist verstorben. Durstig. Müssen wir uns gleich mal drum kümmern. So, Gelände. Wir werden jetzt hier alles mit Schnee bedecken. Einfach, weil es geht da. Ich mir einfach wenig über sowas Gedanken machen muss wie Schnee. Schnee ist so das einfachste Mittel hier. Stabiler Rückzugsort, das sollten wir hinbekommen. Filter. Der gute Isabelbär. Wo bist du? Isabelbär. Rückzugsort. Was brauchen wir denn Feines für einen Rückzugsort? Irgendwas Simples. Hätten wir das? Lebensqualität. Naja, hier. Einmal dich. Setzen wir jetzt hier rein. Und das. Dann bräuchten wir noch was zu trinken. Das können wir da hinsetzen. Und eine Fleischplatte groß. Zack. Wenn man da das Pflanzen passt, alles okay. Einfach günstig ein Gehege hingezimmert. So. Sache, haben wir hier Strom? Ja, wir haben Strom. Das ist gut. Zack.
einen Lautsprecher noch hier hin. Zack. So, das geht, das geht, das geht. Ja, hier ist alles voll. Ich werde die Dinger wahrscheinlich sogar noch umsetzen. Oder? Kommen die dran vorbei? Mülleimer. Da. Dann werde ich vielleicht sogar gleich noch Lampen setzen. So, was haben wir denn? Elbär. Forschung. Jawohl. Zack. Kaufsautomat, Techniker, Bogo. Die Pfleger rufen. Wo ist viel Müll vorhanden? Hier, in der Ecke. So, haben wir denn viele Verbrechen? Nö. Dann würde ich einfach mal eiskalt sagen, wir brauchen die hier. So, Arbeitsbereiche. Nicht zugewiesene Mitarbeiter. Ich, dich. Arbeitsbereich 1. So, oh. Aber insgesamt besser. Haben wir jetzt schon beim Isabelbeeren irgendwie was? Belbeer. Ist irgendwer schwanger? Du bist auch bald erwachsen. Du bist da. Dem müssen wir jetzt ein bisschen Zeit geben. So. Ein Wombat. Sind denn überhaupt noch Wombats hier drin? Ein Außenseiter. Du kommst ins Handelszentrum. Gut, hätten wir das. Zack, zack, zack. Noch Nacktnasen-Wombats. Ihr Markt. Nacktnasen-Wombat. Und geradeaus. Okay. Perfekt. Was sagen die Ziele? 14.2. Ja, sehr schön. Können wir hier nicht noch ein Restaurant hinsetzen? Wäre ich auch sehr verbunden, ne? Weg. Dich. Technisch gesehen, Tische platzieren. Zuweisen. Zack. Hätten wir das. Zack.
hätten wir das, hätten wir das, hätten wir das. Wie sehen die Tiere hier drin aus? Oh, schwanger. Ist okay. Nicht im idealen Temperaturbereich. Oh. Naja, das lässt sich ändern. Definitiv. So. Minus 5. Das lässt sich ändern. Das lässt sich ja leicht ändern. Tierarzt hat eine Krankheit entdeckt, ja. So. Gut. Hätten wir das, hätten wir das. Krankes Tier entdeckt. Tierarzt. Forschung. Ja, es gibt's. Oh, der V ist fertig. Dann machst du erstmal die Krankheit noch weiter. Gut. Was sind die Ziele? Haben wir jetzt hier schon irgendwie 3? Nö. Gibt es hier Verbrechen? Nein. Ich glaube, ich werde gleich Lampen setzen. Oh, der Restaurant ist. Der Restaurant. Das Restaurant ist ja schon fast voll. Gut, Leute. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis denn. Ciao.